So, und da bin ich wieder mit Dead by Daylight. Ich spiele die Jane Romero. Romero. Moini. Der konnte mich gar nicht sehen. Ich habe Bindung drin. Genau, die letzten Minuten des Blutpunktes. Die Fäule. Moin, Fäule. Ich bin weg. Die letzten Minuten des Blutpunkte-Events laufen. Und ich versuche noch rauszuholen, was geht. Weswegen ich jetzt auch die Jane spiele, obwohl ich sie gar nicht so gut geskillt habe. Weil ich mit ihr noch eine Torte habe. Ich habe gestern mit jemandem gespielt, bei dem ich einfach Lust hatte, alle meine Opfergaben rauszuhauen, die ich noch irgendwie habe, die für alle gültig sind. Also Blutpunkte technisch, weil im Moment ist es ja so doppelte Blutpunkte auf die Endsumme, was man verdient hat. Das heißt, wenn man 100% Offering nochmal draufhaut, man hätte 1000 Punkte bekommen, weil man richtig schlecht gespielt hat. Mit einem 100% Blutpunkte Offering bekommt man dann 2000 und das wird dann nochmal verdoppelt von Dead by Daylight wegen dem Halloween-Event. So hätte man mit einer Runde, wo man nur rumgestanden hat, 4000 Punkte verdient. Und deswegen habe ich jetzt die Ego-Torte ausgerüstet. Ich habe gerade verwechselt Bindung mit Einfühlungsvermögen. Sie hat verwandt. Er kommt hier jetzt hin. Kommt nicht hin. Aber ich hol dich da mal runter. Warum hängst du so voll rum? Mach doch mal was aus deinem Leben hier. Sorry. Der Felix wird gejagt. Der Felix wird gehauen. Und der Felix hat hart im Leben gezogen. Ist doch schön, gut. Also, ich würde sehr gerne einen Totem finden mal. Was haltet ihr von der Idee, einen Totem zu suchen jetzt? Das sah doch sehr totemig aus. War aber keins. Okay, ich höre mal auf, wie so eine Irre durch die Gegend zu rennen. Hier ist wieder mein Jen. Serum dabei. Du wolltest auch gerne die Punkte haben, ne? Du kannst zu zweit heilen. Das schaffen wir noch, komm. Mann, ey. Ich wollte mich jetzt anbieten ein bisschen. Aber die Nia jetzt erst hin. So, und hätte ich jetzt schon mal ein Totem gefunden, könnte ich mich jetzt hochheilen im Schrank. Habe ich aber nicht. Ist da vielleicht was Sch Ah, da ist ein Sani-Kasten drin und da vorne war ein Totem für mich. Extra aufbewahrt. Vielen Dank. Felix denkt jetzt auch. Die doofe Kuh. Macht jetzt erstmal einen Totem, bevor sie uns retten kommt. Zehn Sekunden dauert das. In diesem Spiel gefühlt ewig, aber es dauert immer noch weniger lange, als sich selber hochzuheilen. Ah, ja. Genügend Zeit. Ich meine, es ist die Fäule. Könnte auch in 3 Sekunden wieder hier sein. Zumindest noch keine
Radius. Warum wird er einfach liegen gelassen, jetzt der Ärmste? Das ist jetzt eine Slug-Party. Nee, ist es nicht. So. Man könnte jetzt auch mal wieder an einen Gen gehen, wollte ich gerade sagen. Hier ist ein Totem, das merke ich mir. Okay. Ich hätte dich ja direkt hier unterm Haken geheilt, aber... Was soll man sagen? Ich glaube... Ich habe es jetzt nicht so genau beobachtet, aber ist er jetzt endgültig tot? Schön weggetunnelt. Ja, obwohl er hat den ja extra lange liegen lassen. Ja, der hat uns jetzt hier so ein bisschen im Griff, ne? Hat uns den Flow genommen, den wir hatten. Beide verletzt. Noch ein Gen gemacht werden. Sie wird gejagt. Obwohl der Terrorradius war bei mir nicht vorhanden gerade. Okay, Terrorradius ist kleiner als der Radius für meine Bindung. Richtung. Meinst du Barbecue? Ist direkt weggesprintet. Oder hat sie unentdeckbar jetzt die Fäule? Kommt wieder. Oh, Madame. Ja. Die hat aber auch nicht aufgepasst. Wollte ich jetzt einmal, dass sie jetzt nicht getunnelt wird. Er ist ja immer direkt zum Haken zurückgekommen mit seiner Fähigkeit. Ging noch gar nicht. Aber sie hat mir das natürlich jetzt auch ein bisschen versaubeutelt, weil sie mir die Palette auf den Kopf geschmissen hat. Ich hoffe, dass ich nochmal gerettet werde. Auch wenn beide verletzt sind. Ich hab leider vergessen, wo die Ausgänge sind. Mia kommt mir helfen. Sehr schön. Echt? Hier, nimm den Kasten. Platt. So.
war nicht hier der Ausgang. Nee. Oh Gott, jetzt muss ich den Ausgang suchen. Weil ich dem lang nicht aufgepasst habe. Aber ich habe noch Zeit. Oh, und alle Raben so. Mäh, mäh. Die Frage, mache ich 99, die Pokémonia geblieben ist? Oder ist das auch ihr Plan? Ich hätte rausgehen sollen. Oh, da ist die Luke. Darf ich? Nein, darf ich nicht. Ich hab doch ganz lieb gespielt. Okay, danke. Okay, das war, glaube ich, nicht sein Plan. Aber es hat ja trotzdem funktioniert. Also, was soll's. Schön, dass die Nia mich nochmal gerettet hatte. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe auch schön viele Punkte gekriegt mit der Ego-Torte zusammen. Bam! Unglaublich viele. Ah, und da hatte noch jemand 25 nochmal oben drauf. Also, ich kann mich nicht beklagen. Die Feuer auch nicht. Die hat 31.000 gemacht. 32 ist das Maximum, was man kriegen kann. Das ist echt gut. Barbecue hatte sie. Ah, okay. Das vergesse ich immer, dass es das gibt. Ich krieg das aber auch selber nicht gespielt. Also, das macht immer so wow, wow, wow. Und irgendwie wird es nicht lauter und leiser. Aber vielleicht habe ich das immer auf den falschen Maps gespielt, wo man das konstant hört. Ach so, ja klar. Okay. Das ist verrückt. Ich habe doch zwei Totems, glanzlose Totems weggemacht. Aber ja, soll mir recht sein. Lief doch ganz gut. Der Felix, wo ist der Felix? Geliehene Zeit, ja. Hier ist Flink dabei. Ja, das war der Felix. Ach Mensch, der Ärmste. Ganz neu dabei mit dem Felix wahrscheinlich. Felix, Felix. Wie oft habe ich es jetzt gesagt? Naja, ich gehe in die nächste Runde. Ich will ja noch die letzten paar Minuten des Blutpunkte-Events, 3 Stunden Blutjagd noch auskosten. Also bis gleich.